Doni. Hallo zusammen. Wir sind immer noch bei dem Thema Ex. Kann man mit ihr befreundet sein oder nicht? Ja, kommen wir direkt auf den Punkt. Ich bin ebenso ein schlechtes Beispiel, dass man es nicht kann, weil ich bin mit keiner von meiner Ex-Freundinnen befreundet. Und habe auch keinen Kontakt. Ja, warum ist das so? Ja, weil irgendwie... Man ändert sich ja auch nach der Zeit. Und wenn man mit Menschen auch Probleme... Meist sind es ja immer Differenzen und Probleme, die zu einer Trennung führen. Oder die Partnerin geht fremd. Oder du gehst fremd. Oder. Ja. Deswegen, wenn sich jetzt jemand beispielsweise von mir trennt und sagt, ja, ich will nicht mehr, aber wir können ja Freunde bleiben, zack, voll eine reindonnern, am liebsten aber. Ich bin natürlich gegen Gewalt, ich würde niemals jemanden schlagen. Also, keine Frauen, wie das ich meine. Das heißt für mich im Endeffekt, wenn eine Beziehung nicht gut gelaufen ist, aus welchen Gründen auch immer, wieso sollte deine Freundschaft laufen? Direkt nach der Beziehung. Geht natürlich nicht. Aber ich kenne durch andere Menschen, kenne ich das, dass die nach der Trennung jetzt so ein paar Jahre oder mindestens ein Jahr keinen Kontakt hatten und jetzt eine wunderbare Freundschaft führen. Einfach auch. Das geht alles. Aber bei mir hat es... Ich muss aber auch sagen, ich habe den Versuch auch noch gar nicht gestartet, irgendwie Freundschaft aufzubauen. Ich bin noch ehrlich, klingt zwar jetzt scheiße, aber ich bin noch ehrlich gesagt gar nicht interessiert. Wenn man miteinander eine Romanze hat oder sowas, ist es was anderes, finde ich. Weil eine Romanze ist ja meist auch so, dann entweder man merkt, man passt zusammen, man passt nicht zusammen. Oder man hat einfach nur eine Romanze, whatever, keine Ahnung. Ich bin halt sowieso voll aufgedreht, hä? Ja, was soll ich sagen? Ist es was anderes. Dann kann man es ja nochmal, wenn es gut ist und jeder auf sich erstmal klargekommen ist, eine Romanze führen, Freundschaft führen eventuell. Aber ich finde, nach einer langen Beziehung kurz darauf befreundet sein, also ich finde, das geht gar nicht. Also ich kann es nicht, ne? Und das kennen auch viele andere nicht. Und was ist, wenn die Gefühle losgehen? Oder du hast eine neue Partnerin, du siehst eine neue Partnerin und du und sie sind eifersüchtig, was ist dann? Was ist denn so eine Freundschaft? In einer Freundschaft will man doch keine Eifersucht haben und man möchte niemanden traurig machen, sauer, etc. Will man doch alles gar nicht, ne? Deswegen, denke ich, dass es nicht unbedingt der typische Fall ist. Außer, wenn man jetzt so das Beispiel jetzt, die realistischste Serie der Welt, die er hört, jetzt als Beispiel nimmt, sind die ja irgendwie alle mal miteinander zum Teil auch miteinander zusammen gewesen oder zumindest in der Kiste und klappt ja ganz gut auch bei denen. Und damit wollte ich eigentlich sagen, wenn man in der Clique ist, hat man doch oftmals trotzdem Kontakt miteinander irgendwie. Also ich kann ehrlich gesagt zu dem Thema nicht so viel sagen, weil ich das in meinem bisherigen Leben noch nicht erlebt habe. Und ja, weiß nicht. Also ich denke nicht, dass es unmöglich ist, aber ich denke auch nicht, dass es in der Regel möglich ist. Also nicht die Regel, sondern in der Regel, ne? Und der war gut. Also in der Regel ist es nicht möglich, so, ne? Denke ich. Ja. Jedes weitere Wort wäre überflüssig, jetzt noch da hinzuzufügen. Deswegen verabschiede ich mich und bis zum nächsten Mal. Nächste Woche mit themenfreie Woche. Habt ihr vielleicht einen Vorschlag, was ich so erzählen kann? Nicht? Also, wenn ihr was habt, schreibt mir zum Beispiel, hey Dunja, ich würde schon mal immer, dass du das und das Thema ansprichst, einfach mal. Seid nicht schüchtern!
Nee, nicht schüchtern sein. Schreibt mir und sagt mir, was ihr gerne, worüber ihr gerne ein Thema haben möchtet. Und wenn mir das Thema nicht zu blöd ist, dann mache ich das natürlich auch. Aber ihr schreibt ja natürlich keine dummen Themen, oder? Na, okay. Das war's dann von ihr. Bis dann, ihr Süßen. Tschüssi, haut rein. Bye.